Ungefähr 10% aller Menschen in Deutschland leiden an einem Diabetes mellitus. Diabetes mellitus ist eine Volkserkrankung, ist nicht nur für die Patienten selbst eine schwerwiegende Erkrankung, sondern auch für das gesamte Gesundheitssystem. Nicht nur ökonomisch, sondern auch hinsichtlich der Strukturen im Gesundheitssystem. Und aus diesem Grunde ist die Diabetologie für uns alle, ob Diabetiker oder auch Nicht-Diabetiker, sehr, sehr wichtig. Der Diabeteskongress generell ist die größte Zusammenkunft von Menschen, die sich um die Erkrankung Diabetes mellitus kümmern. Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Diabetesberaterinnen, Diabetesberater und andere Diabeteshilfsberufe. Und am Diabeteskongress 2018 in Berlin kann man sich umfassend informieren über neuere Behandlungsmöglichkeiten, aber auch neue Forschungsergebnisse. Wir werden 2018 individualisierte Patientenbehandlung, neue Patientenstudien, klinische Studien behandeln. Wir werden aber auch einen Fokus auf Versorgungsforschung legen. Dann auch das wichtige und immer zunehmend wichtigere Thema Digitalisierung mit aufnehmen und dann auch Grundlagenforschung entsprechend mit behandeln. Die Nachwuchsförderung liegt mir in der Diabetologie sehr am Herzen. Wir werden spezielle Symposien organisieren, dann aber auch entsprechende Mentorenprogramme organisieren, damit der Nachwuchs an die Diabetologie herangeführt werden kann und sich auch auf dem großen Kongress gut zurechtfinden wird. Wir werden zwischen 7.000 und 8.000 Besucherinnen und Besucher des Diabeteskongresses erwarten. Und ich freue mich darauf, ganz besonders auch internationale Rednerinnen und Redner einladen zu können, um auch die internationalen Trends in der Diabetologie darstellen zu können. Der Diabeteskongress 2018, den darf man deswegen nicht verpassen, weil es einfach die größte und beste Informationsquelle über Diabetes mellitus in Deutschland ist und Menschen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen zusammenkommen und die neuesten Ergebnisse dort präsentieren werden, sodass man ganz sicher für seine tägliche Praxis und auch für die Wissenschaft etwas mit nach Hause nehmen kann. Berlin ist eine lebendige Stadt und deswegen optimal geeignet, auch diesen großen Kongress zu beheimaten. Sowohl für den persönlichen Austausch, aber auch für die Präsentation neuester Daten im großen Forum. Und deswegen freue ich mich auf Berlin, nicht nur wegen des Kongresszentrums, sondern weil Berlin natürlich auch immer eine Reise wert ist. Und kommen Sie nach Berlin.